Ja, Vermietertagebuch sagt selber, bitte teilen, bitte weiterverbreiten, und es ist auch wert, weiterverbreitet zu werden, nämlich diese Taktiken und Techniken eines Lügenfernsehens, das ein totalitäres Regime in Berlin ganz tatkräftig unterstützt. Vorhang auf. Aber diese Bauerndemonstration hatte absolut nichts, rein gar nichts mit der Rheinmetallfabrik zu tun, sondern nur mit dem Biodiesel. Das war eine reine Bauerndemonstration. Und die Bauern waren auch nur deswegen da, weil sie ja wussten, dass der Bundeskanzler da war. Und aber dann, meine lieben Zuschauer, passiert wirklich das Unfassbare. Da auf der rechten Seite seht ihr jetzt das ZDF-Team, ja, mit der ganzen Kamera und so weiter. Und auf der linken Seite seht ihr diesen einzelnen Mann mit diesem riesengroßen Kriegstreiberplakat, wo etwas draufsteht von mehr Waffen für die Ukraine. Aber du kannst dir dann sehen, dieser Mann wird jetzt genau zu den ganzen Bauerndemonstranten hingestellt, welche sich erstmal alle ganz ungläubig umschauen und auch ganz ungläubig auf dieses Plakat schauen und sich fragen, was macht dieser Mann hier? Wir demonstrieren hier nicht für Waffen, sondern für unseren Biodiesel, ja? Und das ZDF, das hält natürlich volle Pulle seine Kamera drauf und fängt jetzt die Bilder von einer großen Menge ein, welche nur ein einziges Plakat haben, und zwar dieses Plakat für mehr Waffen für die Ukraine. Und der Bauer, der das als erstes gemerkt hat, der schreitet dann beherzt ein und versucht, diesen Plakattypen aus der Menge rauszuschmeißen, ja, wird aber natürlich von der Polizei dann sofort einkassiert. Jetzt fangen die Bauern nämlich lautstark an, diesen ZDF-Spion auszubuhen und ihn aus der Demo zu vertreiben. Und auch die Polizei merkt das, dass es jetzt richtig, richtig rund geht. Also trennen sie ganz schnell diesen ZDF-Mann von dem Rest der Menge, um ihn in Sicherheit zu bringen, bevor es irgendwelche Auseinandersetzungen so gibt. Und die Bauern, ja, die ja dafür ihren Biodiesel demonstrieren, die richten sogar selber die Polizeisperre, dieses Polizeiband wieder auf, um sich ganz klar von diesem ZDF-Kriegstreiber zu distanzieren. Wie viel hat der Herr bekommen an Geld für seine Aktion? Und warum hat er mit Polizeischutz hier was zu suchen? Besonders, der ist ja gerade erst aufgetaucht, wo das ZDF gekommen ist. Ganz ne? Genau, sehr merkwürdig, oder? Auf dem Schild steht ja irgendwie mehr Waffen für die Ukraine, oder? Ich wollte es noch fotografieren, aber er dreht es ja leider nicht mehr her. Ja, wir haben ja alles auf Video, ne? Schon ein komischer Zufall, oder? Ja, komischer Zufall, denken wir auch.